Ja, schwuppdiwupp und schon Reste. Fein. Geht los mit Alfred Döblin. Und zwar hatten wir ja Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Und dazu gab es ja eine ganze Reihe von Hörspielen und ja, unter anderem Alfred Döblins November 1918, eine deutsche Revolution, die beim Hörverlag erschien am 28.07. das Ganze schon. Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Es erzählt ja quasi die Story nach dem Ersten Weltkrieg. Das, also hätten wir eigentlich schon 4 Jahren, hätte das Hörspiel vielleicht mehr Sinn gemacht. Zum 100. Ja. der Revolution, die ja irgendwie keine so richtige war, aber dann doch schon, zumindest für deutsche Verhältnisse, dann doch schon eine Revolution war, muss man ja schon sagen. Ja, ich fand es, dadurch, dass es so Versatzstücke waren, ein bisschen zu fragmentarisch mitunter. Allerdings hat man, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Situation damals bekommen. Also von diesen Nachkriegstagen, von diesem Chaos, was da geherrscht hat, was dann vielleicht auch durch das Format so ein bisschen dargestellt wurde, durch diese Zerrissenheit. Ich fand das sehr interessant. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren diese zwei Leitmotive, die da durchgehen. Das fand ich jetzt so, weiß nicht, vielleicht muss man es für einen Roman haben. Ich glaube, es hätte auch so ganz gut funktioniert. Also zumindest im Hörspiel hätte es das meines Erachtens nicht gebraucht. Aber ich fand es auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick in diese Zeit. Insofern würde ich das empfehlen. Allerdings nicht so dem Durchschnittshörer, der jetzt einfach nur was für eine Stunde aufs Ohr braucht, sondern das hat schon wirklich ein bisschen Tiefgang und das sollte man sich schon ein bisschen für die Zeit interessieren, damit man das da auch, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, ja. Etwas schnellere Hörspielkost bot dagegen die Folge 17 von Dreamland Grusel, Killer aus der Tiefe bei natürlich Dreamland, die auch schon am 11.07. rauskam. Also wir greifen doch ein Stückchen zurück heute. Tja, wir können nicht anders. Ja. Die hatten wir erst, haben wir erst kurz nach dem Orcast Aufnahme Juli gekriegt und dadurch, so ist er dann halt. Dann zieht sich's halt ein bisschen. Ja, ist halt das, was man wahrscheinlich erwarten konnte dann auch. Es ist natürlich die Anlehnung schon recht deutlich an den Film. Und ja, so klingt das Ganze dann auch. Es ist zum einmal weghören, fand ich das ganz okay. Aber halt was ohne Nachhaltigkeit und so das Besondere hat mir halt auch gefehlt. Aber also innerhalb der Reihe habe ich tatsächlich schon weitaus schlechtere Folgen gehört. Insofern kann man das, also wenn man Dream und Grusel die Reihe generell ganz gut findet, auch natürlich sehr gut hören. Aber also für mich müsste in so eine Geschichte mehr Grusel rein, mehr Spiel mit, wie das, also wenn man jetzt das Referenzbeispiel schon hernimmt, wie da mit Ängsten gespielt wird von Spielberg, das ist schon natürlich eine gänzlich andere Liga, aber also gerade fürs Hörspiel, da könnte man, finde ich, schon so ein bisschen mehr noch rausholen, was Grusel anbelangt und was Atmo anbelangt. Ja, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass das Skript wesentlich besser war als sonst. Ist zwar auch, der Schmonzes ist zwar wieder drin, das hätte es auch nicht gebraucht, am Anfang und am Ende, aber ansonsten hat das Skript da schon ein bisschen doch deutlich mehr Struktur und ist besser erzählt, aber der Story fehlt natürlich. Achtung, ein Biss. Es wird zügiger erzählt, ja. Ja. Tut nicht mehr ganz so weh. Das stimmt. Ja. Dreamland Grusel und bleiben wir doch im Genre so ein bisschen, packen wir noch ein bisschen Mystery drauf und wir sind bei Gabriel Burns gelandet mit Folge 43, Fern von allen Tiefen, dem, wenn man so will, Abschluss des Zweiteilers, wo die Geschichte um das gefallene Vancouver zu Ende erzählt wird, vorerst zu Ende erzählt wird. Es endet ja trotzdem relativ offen, das Ganze mit einem akustisch überschäumenden Finale. Ja. Ja, es ist nicht ganz so gut wie der Auftakt, aber es ist aber ein bisschen schwierig gewesen. Also es kommen aber auch sämtliche Elemente, werden mit aufgegriffen. Die Verfolgungsjagd mit Cutter, dieses merkwürdige Unterwasserboot, das da gebaut wird. Eben all die Elemente werden natürlich aufgegriffen und zu einem sehr rauschenden Finale gebracht. Es sind auch ganz, ganz üble Szenen wieder drin, wo sich einem wirklich die Fußnägel hochrollen. Ja. Aber dieser packende Grusel, der in der 42 drin war, der ist so ein bisschen flöten gegangen. Aber es ist trotzdem immer noch ganz, ganz starkes Mystery-Grusel-Hörspiel geworden mit sehr viel Spannung und viel Schauer, finde ich. Darf jetzt mal gespannt sein, wo die Reise hingeht. Ja. Lady Bedford, Folge 75 und die blutigen Klippen. Ja, da pilchert es ganz gewaltig im Hörspiel, allein wegen der Szenerie. Das fand ich eine ganz nette Folge, allerdings war es auch dann leider nicht viel mehr. Also es war ein unterhaltsames
seltsamer Krimi mit so einer Story, wo man erst nicht so genau wusste, was passiert da jetzt genau und wer ist da jetzt Opfer, wer ist da Täter. Also so, das war so ein bisschen gut verwoben. Aber dann irgendwann dachte man, jo, nett, aber leider nicht mehr. Ich wäre ja fast gewollt zu sagen, Möb. Ja, sag mal. Ich fand die erstaunlich gut. Also das war auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es geschürt war durch dieses Jubiläum. Folge 75 ist ja schon erstaunlich und Gratulation an Hörplaneten nochmal. Das ist eine tolle Zahl. Und für das fand ich das tatsächlich auch eine ziemlich gute Folge mit relativ viel Spannung drin. Bisschen das Problem hatte ich auch, dass das dann vielleicht etwas zu konstruiert war, was das Personenkabinett anbelangt. Aber trotzdem, also da war viel Atmosphäre drin, fand ich. Ja. Mit dem Pilcher so ein bisschen durch das. Ja, das steht, das ist halt Korn. Aber trotzdem, also fand ich eine sehr gute Ausgabe von Lady Bedford auch innerhalb der Serie tatsächlich. Ja. Doch, Lob und Anerkennung. Also von mir. Für alle Lady Bedford-Fans kauft euch das Ding und auch für alle, die einen gut inszenierten atmosphärischen Krimi hören wollen, doch ein Ohr wert auf jeden Fall. Ja, Philipp Stegers, der wird uns gleich nochmal begegnen. Der hat aber auch Ende Juli schon ein Hörspiel für den WDR vorgelegt, was es jetzt immer noch im Hörspielspeicher gibt. Die Nordlandfahrer erzählt da von einer Kreuzfahrt von Wilhelm II., der damals in den heißen Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg auf eine Nordland-Expedition geht mit so ein paar, die so zu seinem Hofstaat, will ich mal sagen, gehören. Und auf dieser Reise geht's sehr albern zu, weil das halt offenbar so in Kaiser Wilhelms naturell lag. Es droht aber ständig, diese politische Situation zu eskalieren. Das gibt dem Ganzen dann so ein besonderes Flair. Ja, ich fand das anfangs sehr interessant. Es verwässert dann auch wieder ein bisschen zum Schluss. Also zum Schluss habe ich dann immer mal so gedacht, naja, jetzt hätte man ein bisschen mehr auf den Punkt kommen können. Aber es war immer noch ganz okay. Also es ist zumindest dann nicht in eine Richtung gegangen, wo ich dachte, oh Gott, das hätte ich doch bloß gar nicht erst angemacht. Also es hat dann schon noch seine Momente. Ja, also ich fand es vor allem spannend. Das hatte so ein bisschen was von um 1900, diese Endzeitstimmung, diesem bevorstehenden Weltkrieg. Und er ist hier auf seiner Reise unterwegs. Das ist so skurril und macht die Figur auch sehr, sehr absurd und skurril. Und dieses skurrile Moment, das war das, was mir am besten gefallen hat. Ja, und diese Atmosphäre ist natürlich auch schön eingefangen von diesen Nordlandfahrern. Doch, also fand ich nicht unhörenswert. Das ist auch ein komisches Wort. Wenn man schon eingeschaltet hat, ist zu spät. Kommen wir zu einer Reihe, deren ersten Folge wir richtig hoch gelobt haben. Da gab es nämlich jetzt Folge 2. Und zwar geht es um The Border von Imaga. Da hat Oliver Döring jetzt die zweite Episode vorgelegt mit dem Titel Der Pakt mit dem Tod. Und die war dann doch gar nicht mal so gut. Warum um alles in der Welt kommt er denn da mit dieser Vampirgeschichte um die Ecke? Ja. Ich verstehe das also nicht das so ganz. Furchtbar unoriginell. Man versucht es nur originell zu halten, indem man diese Geschichte damit reinpackt. Gerade am Anfang. Bram Stoker gedacht, als reale Figur mit einpackt. Nicht uninteressant, aber dann nimmt das diese echt 0815-Wendung. Das ist schon, ist natürlich toll inszeniert, das kann er natürlich, das ist keine Frage. Da ist ein schöner Schockmoment drin. Oh ja. Ja. Aber da muss, finde ich, mehr von der Story herkommen. Gerade in einem Reihenkonzept finde ich das echt ein bisschen fehl am Platz. Es macht jetzt allerdings die Reihe natürlich ziemlich weit. Also im ersten Folge hat man ja doch schon so einen relativ modernen Horror und jetzt kommt da so ein ganz klassischer Grusel. Also kann man bei dieser Reihe jetzt relativ alles erwarten, was da jetzt zukünftig kommt, weil da könnte jetzt auch irgendeine Lovecraft-Geschichte reinpassen oder irgendeine olle Kamelle von irgendeinem Autor aus dem 19. Jahrhundert. Also das wird jetzt alles irgendwie da reinpassen. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig. Also so ein bisschen mehr Festlegung in der Reihe wäre mir schon lieber gewesen. Was hat das mit The Border? Was ist The Border eigentlich? Grenzüberschreitung? Ja, wahrscheinlich nur die Grenze zum Übersinnlichen, aber das ist ja dann auch relativ weit gefasst jetzt. Ja, ein bisschen problematisch. Also hat mich nicht wirklich gepackt und es ist nicht so überbordend gut inszeniert, mit so viel Besonderheiten überfrachtet, die Gewöhnlichkeit der Geschichte irgendwie wettmachen wird, leider. Die überwiegt dann doch. Ist wie ist, um mal so einen platten Spruch zu sagen, weil die gab es nämlich dann auch im nächsten Hörspiel am Anfang zuhauf. Das ist auch gut so. Und zwar geht es um die Pommes-Soko. Da gibt's Folge 5, Schmutziges Geschirr und eine Hochzeit bei Dorsten Audio. Pommes Soko hatten wir ja schon ein paar Mal vorgestellt. Ich glaube, da haben wir die 3 und die 4, die haben wir, glaube ich. Also die 4 mit dem Schwein auf jeden Fall. Genau, ja, die mit dem Schlagersänger.
Ja, und die Pommes-Soko ermittelt wieder. Und die Pommes-Soko ist halt regional in Dorsten beheimatet. Und man hat sich einige Gastsprecher, wo ich mich insbesondere auf Thorsten Sträter, den ich ja verehre, den ins Board geholt, der einen Kneipenwirt spricht. Und das ist allein schon göttlich, wie die am Anfang in der Kneipe mit herumpalavern. Großartig. Die drei, ja. Das ist so geil. Die zwei Stammgäste und er, das ist super. Ja, das hätte man auch einfach über die Stunde ziehen können. Hätte ich gar keine Pommes-Soko fast mehr gebraucht. Ja, aber bindet da noch in einen Fall ein. Ja, aber also die zwei Jugendbanden, die sind da genauso drauf. Und das ist das Schöne, dass dieses Flair der Gegend so schön rübergebracht wird, weil die ja genauso furztrocken daherkommen. Und das ist und auch ganz so toll. Schön, so in der Selbstkritik sind, so auf der Metaebene, das so als so selbst als Jugendhörspiel wahrnehmen und so. Also das ist schon, hat schon so ein Augenzwinkern, was es ganz sympathisch macht, weil das nicht als so eine bierernste TKKG-Jugendabenteuer ist, sondern halt so eine leicht flockige Geschichte, die trotzdem noch. Und ihre eigenen Klischees auch belächeln, ja. Ja, genau. Also, ja. Vor allem, wie sie besetzt sind quasi. Hat auch jetzt echt wieder riesen Spaß gemacht. Auch die Geschichte ist irgendwie skurril und merkwürdig mit dieser Hochzeit. Das ist auch albern und komisch. Ja, auch schön überzeichnet, die Charaktere und so, die sie so auch mit 1000 Klischees hochgezüchtet sind. Das ist sensationell, ja. Ja, also großes Lob, wirklich. Macht riesen Spaß und also man kann es wirklich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Abseits der normalen Jugendhörspielpfade ist das ein sehr, sehr schönes, buntes Glanzlicht, das da gesetzt wird aus Dorsten. Kaufen. Da müsst ihr ein bisschen lokal gucken, lokal kaufen, aber lohnt sich. Doch, also es ist wirklich eine schöne Facette im Hörspielmarkt. Dann kamen sie tatsächlich, die letzten Helden. Wie haben sie gehört? Die nächsten drei Folgen waren es. Die Folge 8, das Turnier der Zauberer. Die Folge 9, die Festung des Frostwurms. Und die Folge 10, Sumpf des Vergessens. Allesamt bei Holysoft erschienen. Anfang August war das dann. Ja. Turnier der Zauberer. Mal damit anfangen. Ja, die Geschichte wird wieder aufgegriffen. Zu einem Zeitpunkt, wo schon einiges im Argen ist. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder das, was vorher zuvor passiert ist, das Ganze mit dem Totenreich, das wieder so ein bisschen präsent zu haben. Was dann aber für die nächsten drei Geschichten natürlich wichtig ist, wann muss man denn hier Spoiler schreiben? Immer. Also Amon, X und I sind also wieder zusammen unterwegs, aber einer der drei verhält sich sehr merkwürdig und zunehmend immer noch merkwürdiger, dass man sich schon denken kann, dass da einiges im Argen ist mit ihm. Die drei geraten, wie es auf dem Cover schon zu erkennen ist, an einen Felsen und mit diesem Felsen hat es was Spezielles auf sich. Das ist nämlich ein lebendes Wesen. Hier wird dann ein Tor in die Vergangenheit geöffnet und zwar in die Vergangenheit des Magiers X. Und wir erfahren, wie denn der Magier X zu seinem Lehrmeister gekommen ist, wenn man so will. Ja, das Ganze fand ich ganz okay. Also vor allem, ich war sehr skeptisch im Vorfeld, ob mich das überhaupt packen kann, was die Geschichte anbelangt, weil die ja vorher schon so groß dimensioniert war. Und ich hatte vor allem Probleme mit den Metaebenen vorher. Ja. Ich das so merkwürdig fand, dass da die... Das ist ja in dieser 8. Folge auch wieder... Leider extrem. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist auch da wieder ein bisschen problematisch. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze von Sprechern, Inszenierungen und auch von der Geschichte, die eben aus der Vergangenheit erzählt wurde, sehr klassisch natürlich, aber fand ich in Ordnung und fand ich für den Auftakt okay. Das Ganze wurde dann in der Folge 9, fand ich, noch einen Tacken besser mit der Festung des Frostwurms. Da hat das dann auch Zug gekriegt. Die fand ich auch richtig gut. Im Vergleich zu die 8 hatte Schwierigkeiten, also A mit der Metaebene und B war mir diese Turniergedöns, das war mir alles zu lang erzählt und das hat mir alles viel zu lang gedauert und das war mir nicht auf den Punkt genug. Und das ist bei der 9 deutlich besser. Ja, und aber man hat irgendwie im Hinterkopf immer, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist doch hier. Irgendwas läuft doch hier verkehrt. Und das Ganze wird dann tatsächlich auch dorthin gehend bestätigt, dass einiges doch verkehrt läuft. Mit der Folge 10 unter anderem dann. Aber die Folge 10 hat dann ein Riesenproblem und das ist der Humor. Ja. Die Folge ist viel zu albern. Die Figur Ei bringt ja immer schon so einen Humor rein, der leider viel zu oft bemüht und gezwungen wirkt. Ja, aber vor allem hier, zur Situation passt. Ach, hier ist das. Also es sind hochbedrohliche Situationen und da wird so auf merkwürdige Art rumgealbert. Ja, das passt da irgendwie nicht hin. Also das ist vollkommen unglaubwürdig dann, ja. Also gerade bei Folge 10 ist das komisch. Und dann finde ich eben auch, dass die Auflösung des Ganzen finde ich auch sehr merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob das der Geschichte gut tut.
Aber da ich nicht weiß, wie es weitergehen wird, kann ich das halt auch nur in den Raum stellen, dass ich das alles ein bisschen merkwürdig finde, wie die Geschichte so verläuft. Ja, ich bin ja froh, dass es überhaupt weitergeht. Das ist ja, muss man ja auch schon sagen. Also ich meine, die Serie hat ja ihre Fans und jetzt ist Fantasy bei uns ja eh nicht so... schon durchaus Fantasy-affin, würde ich jetzt sagen. Ja, also, bist du das? Ja, doch schon. Fantasy finde ich generell nicht verkehrt und mag viele Fantasy-Sachen eigentlich auch. So mit Kai Meier zum Beispiel kannst du mir immer kommen oder mit Tolkien kannst du mir immer kommen. Ja. Dir nicht. Na komm, den Hobbit fandst du doch auch gut, oder? Ja. Ja. Und auch hier, da merkt man, da steckt viel Liebe zum Detail drin und da ist schon was größer dimensioniertes, Episches drin, aber also ich finde das immer too much, an vielen Stellen immer ein bisschen zu viel gewollt und da hätte es ein bisschen weniger, wäre da öfter mehr gewesen. Dann manchmal habe ich so den Verdacht, dass das so die eine Ecke immer zu viel gedacht ist, was die Geschichte anbelangt und da noch einen Bogen reingebracht. Weiß ich nicht, ob das der Serie gut tut, aber das kann man wahrscheinlich erst beurteilen, wenn man das dann alles mal, also die komplette epische Geschichte gehört hat. Ja. Ja, insofern mal gucken, wie es mit der nächsten Folge, mit den nächsten Folgen wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. So war es jetzt ein bisschen so ein Auf und Ab. Festung des Frostwurms, wirklich eine gute Folge. Turnier der Zauberer war okay für einen Auftakt, aber Sumpf des Vergessens fand ich echt nicht gut. Ja, so würde ich es aber auch abstufen. Ja, dann gibt's von Ottfried Fäusler der dritte Teil von Der kleine Wassermann. Herbst im Mühlenweiher ist beim DAV erschienen. Das fand ich auch wieder eine sehr nette Story für die Kleinsten. Also die Story ist also relativ einfach erzählt. Der kleine Wassermann hat ein bisschen Langeweile, weil alle Kinder haben Herbstferien und sind irgendwie weg. Und die Tiere, die da rumkrebsen, bereiten sich alle auf den Winter vor. Keiner hat irgendwie Zeit für ihn. Und da möchte der kleine Wassermann dann auch wie alle Kinder in Ferien fahren und schnappt sich ein Floß und legt los. Und das geht natürlich nicht gut, aber man kann sich's denken, geht's dann natürlich doch gut aus. Eine schöne Umsetzung, eine schöne Geschichte sowieso und kann man wie die ersten zwei Teile auch bedenkenlos empfehlen. Wer was für die jüngeren Ohren sucht, der ist da bestimmt richtig. Dann bleiben wir Anfang August. Am 4. kam auch raus Sherlock Holmes und Co. Nr. 10, Der Griff des Todes bei der Romantruhe. Ja, eine Van Dusen-Geschichte und die hat mich doch schwer von Anfang an einen anderen berühmten Amateurkriminologen Schrägstrich-Detektiv erinnert, nämlich an das gefleckte Band von Holmes. Und das wird man wirklich die ganze Zeit nicht los. Und zwar wirklich das komplette Hörspiel über. Ist die Frage, wie viele gute Van Dusen-Geschichten es noch gibt? Also es ist ja so, dass Kosa irgendwann aufgehört hat, die Original-Van Dusen-Geschichten weiterzuerzählen, weil relativ die früh, ne? nicht gehaltvoll genug waren. Hedi gehört ja auch dazu, also das ist ja auch eine liegen gebliebene. Und ja, wenn man so hört, dann weiß man auch warum, weil es ist irgendwie, ist nicht viel mit los mit dieser Story. Ja, von der Inszenierung her ist alles in Ordnung, aber also die Geschichte selber konnte tatsächlich wirklich nicht reißen. Ja, und ich komme halt immer, Van Dusen, Kessler als Van Dusen ist halt, weiß nicht, der ist nicht. Ja, also ist halt, das ist halt, Van Dusen sitzt halt so im Ohr drin, der hat halt eine bestimmte Art und so, das ist, da kann man jetzt nicht irgendwie einen hinstellen, das ist, das mag bei Holmes funktionieren, weil es da eben eh sowieso tausende Umsetzungen sind, aber Van Dusen ist halt so festgelegt auf Bauschulte, das ist schwierig. Nein. Ja, aber so ist, wie es ist. Dann, es ist, wie es ist, Tom Felski hat seinen letzten Fall hinter sich gebracht. Beim WDR ein so unglaublich skurriler Fall. Das ist so eine merkwürdige Geschichte, die sich der gute Thilo Reffer da ausgedacht hat. Viel schräger geht's irgendwie nicht mehr. Das Milliardengrab, ja. Tom Felski karrt Geld durch die Gegend. Das ist so absurd. Dieser ganze Auftrag, der dahinter steckt und das, was ihm da passiert, was dem Geld passiert und die lustigen Bilder, die man da im Kopf hat. Tom Felski, der mit dieser Palette voll Geld da beim LKW so mit drin hängt. Es malt wirklich wunderschöne Bilder und ist höchst skurril. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu skurril geraten, aber... Ja, gut, das darf man. Das darf man über die Schränke schlagen. Also ich finde den Oberst finde ich immer noch klasse, mit dem er da mitfährt. Das ist... Also allein für die Figur, danke ich ihm, als er an der Schalke Arena vorbeifährt, das muss man gehört haben. Ja, eigentlich schon. Also es ist ein wirklich gelungener Abschluss und also setzt wirklich nochmal ein Sahnehäubchen auf. Sollte man auf jeden Fall gehört haben, Felskis leider letzten Fall, das Milliardengrab. Ja. Ja, danke Thilo Reffer für die wunderschöne Figur. Ja, dann gibt es den Abschluss, wo wir gerade bei Abschluss da die Rede haben, die Elfen. Gibt es den Abschluss der Elfenlicht, was war es jetzt? Eine Quintologie oder? Ich glaube es waren fünf Elfenlicht.
enttäuscht, ja. Was soll man sagen? Es hatte am Schluss durch ein, zwei, ja, Twists, wenn man so will, tatsächlich noch so ein paar spannende Momente. Also durch das eigentlich nicht zu erwartende Verhalten von Emmerell doch noch so ein paar Überraschungsmomente. Mhm. So insgesamt wird die Geschichte halt zu Ende geführt. Gerade das Verhalten von Emmerell fand ich dann doch nochmal ein bisschen besonders. Ja. Aber es reißt leider irgendwie nicht raus. Die Figuren bleiben auf Distanz. Es wächst einem wirklich keiner so richtig ans Herz. Und so bleibt halt die Geschichte dann auch so ein bisschen in der Luft hängen. Ja, was soll man sagen? Es ist toll inszeniert. Ja. Daran hat sich nichts geändert. Die Sprecher machen ihren Job super. Aber wenn die Figuren halt so geschaffen sind, wie sie denn sind und so teilweise komisch agieren, wie gesagt, bis auf diesen Twist bei Emmerell, das fand ich spannend, bleibt das Ganze leider auch am Schluss in der Luft hängen und ist nicht wirklich zufriedenstellend für mich. Also ich finde es auch schwierig, sehr schwierig. Also ich habe mich sehr schwer getan mit der Story, also das ist, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich die auch nochmal am Stück hören, dass es da vielleicht der Funke nochmal überspringt, aber so mit diesen Abständen, also ich habe da immer ewig gebraucht, bis ich da wieder drin war, bis ich überhaupt wieder das Bild hatte und da war die Folge dann meistens auch schon wieder rum, also ich weiß nicht, also mich hat es jetzt insgesamt mitgerissen. Ja. Leider. Das ist ein Schott. Mal gucken, ob noch was nachkommt. Es gibt ja noch ein paar Romane, die zu vertonen wären. Und Fans gibt es ja zuhauf. Ja, eben. Ja, dann gibt es auch Neues in Anführungsstriche von Karl May. Der blau-rote Methusalem ist bei Pidax erschienen. Das ist ein Reisehörspiel, ein Vierteiler von einer Reise, die mal wo ganz anders hingeht, als was von Karl May gewohnt ist, sondern und zwar nach China. Da ist dieser Vierteiler, der also relativ kurz ist, also es sind also 4 Halbstunden, also von daher sind nur zwei Hörspielstunden. Das ist so ein schönes Format. Oh, ich mag dieses Format total gern. Ja, das ist schön. Aber es geht so schnell rum. Ja, also es liegt auch vielleicht daran, dass man drumherum diese extrem langen Karl Mays hatte. Und jeder, der hat man sich kaum reingehört, da war es schon vorbei. Es ist ein sehr kurzweiliges Hörspiel, ist sehr toll inszeniert, auch schön geschrieben. Das ist eins der ersten Kurt Weck-Tarke-Hörspiele. Ich fand das wirklich, wirklich hörenswert. Ja, also das hat wirklich Flair gehabt, das hat Schmitz gehabt, war total auch spannend und mit viel Humor erzählt und das fand ich wirklich gut. Pfiffige Figuren, buntes Figurenkabinett und einfach, ja wirklich, also klassisches Abenteuer einfach, das wirklich total Laune macht. Ja, viel Humor drin und sehr schönes altes Radiohörspiel. Ja, wirklich auf jeden Fall. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also ja, wirklich eingerahmt von diesen langen Karl Mays. Der nächste steht ja schon vor der Tür. Deutsche Herzen, deutsche Helden. Auch wieder dieses Format. Dieses Format hat mich gekillt. Und also in dem Fall dann auch noch teilweise Schmalz, dann teilweise diese Albernheit und diese teilweise fürchterlichen Figuren, die so schlimm überzeichnet sind. Ja. Und dieses Bild vom Orient, das so fürchterlich überzeichnet ist, das war mir echt zu viel. Ja, das war stimmt. Wirklich in allen Belangen zu viel. Ja, also das, was der blau-rote Methusalem gut macht, macht Deutsche Herzen, deutsche Helden eigentlich eher schlecht. Also es ist, die Story ist viel zu lang erzählt. Es hat einen ganz anderen Humor, also der kaum funktioniert, weil dieser Humor auch nicht auf diese Skurrilität in diesem Figurenkabinett abzielt. Also das wird da gar nicht so als skurril, sondern es hat eher so einen, ich weiß auch nicht, so einen ganz behäbigen, überheblichen Ton. Und auch die Figuren, also mit diesem Adlerhorst, also die eine Figur ist halt deutsch und heißt Adlerhorst und die englische Verwandtschaft heißt Eaglenest. Da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf. Das ist leider nicht wirklich besonders schön, aber es ist ein Karl May und wird natürlich seine Käufer finden, aber das hat mich wirklich nicht gerissen. Das habe ich komischerweise durchgehalten. Es waren aber auch 40 Folgen oder so, oder? Das war auch relativ lang. Das war auch lang, aber es ist nicht so lang wie... Nein, nicht so lang wie... Bildauen, aber... Und auch das Format hat mich auch wieder gekillt. Diese kurzen 5-6 Minuten Schnipsel mit Einführung, mit Ausleitung. Schwierig, schwierig. Ist natürlich dem Format der Vorlage geschuldet, des Fortsetzungsromans, ist klar, aber also da muss man schon hardcore kann mein Fan sein, dass einem das wirklich durchgängig Freude bereitet. Das hat sicher auch seine Momente wieder mit den komischen Figuren, die sich komisch verhalten und den Klischees, aber das ist einfach zu viel. Man muss eigentlich nur den Titel angucken, deutsche Herzen, deutsche Helden, dann weiß man schon, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Das ist zu drüber, ja. Kommen wir zu Marc Brandis. Auch da gibt es neue, und zwar aus der Subreihe Raumquartett. Und zwar gibt es da Folge 3, Tatort Astronautenschule. Die ist Mitte August erschienen. Und ja, nachdem die beiden ersten Folgen, die fand ich ja richtig gut, hier muss ich leider sagen, das war mir ein bisschen zu dünn. Das war irgendwie...
war mir zu soapig und zu, soll man sagen, zu viel Kinder- und Jugendhörspiel. Nein, wirklich? Da stirbt doch ja. jemand. Ja, okay. Das passiert ja auch ihr. Kinder- und Jugendhörspiel und es stirbt jemand. Ja, okay, das war ist vielleicht der einzige Unterschied zu drei Fragezeichen und Fliegerkarte. Das war echt so soapig. Also du meinst das Zusammenspiel zwischen den dreien? Ja, das war mir also irgendwie, wie soll ich denn sagen, das war mir so ein typischer Jugendhörspielfall irgendwie. Also ich hatte immer so den Eindruck, ja, wenn das jetzt nicht im Weltraum spielen würde, das könnte auch irgendeine x-beliebige Jugendbande machen, mit Hund oder ohne Hund. Wobei, also der Hintergrund ist ja schon drin mit dem politischen Intrigen. Ja, ja, ja. Das große Mark Brandes-Universum steckt ja da schon auch mit drin und das forsche Vorgehen von Mark. Ja. Und ja, am Anfang noch diese Trainingssituation zumindest. Ja, also da ich sehe es ein bisschen entspannter, glaube ich. Ja, na, ich finde es auch nicht überbordend schlecht, aber nach den ersten... Nach den ersten beiden wirklich guten Folgen. Also das fand ich halt, also diesen Weg da auf diese Astronautenschule hin. Ja, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass es dann so zur Sache ging, gleich relativ flott. Ja. Also da wird ja sofort die Leiche entdeckt und dann passiert dieser Spoiler, dieser Anschlag, den die drei neugierigen Nasen ja mitbekommen. Ich fand das relativ krass irgendwie, also was da passiert. Ich dachte, okay, das ist jetzt der Präsident? Das ist schon ein bisschen arg heftig. Ja, und das, okay, Mark Brandes ist halt schon relativ früh nah am Zeitpuls, wo die Strippen so zusammenlaufen. Mhm. Er ist ja nicht umsonst dann später da, wo er landet. Ja, stimmt schon. Also ich fand es relativ gut. Und auch was das Sounddesign wieder anbelangt, okay, diesmal hat man so ein bisschen mehr Einblick gekriegt. Das fand ich auch interessant. War das im Blog? Wahrscheinlich, ja. Das machen sie ja immer, diese Detailreichtum. Aber da hat man ja so ein bisschen einen Einblick gekriegt. Wieso die Vorstellungen sind, man weiß genau, okay, man befindet sich in der und der Zeit und dem Gebäude, wie klingt dieses Gebäude? Man sich dann wirklich punktgenau überlegt, die laufen dann da und da drüber und so. Macht man wahrscheinlich immer im Hörspiel, aber irgendwie ist es schön, mal da nochmal dahinter geblickt zu haben. Ich fand die Folge relativ gut, aber vielleicht auch nicht so gut wie die ersten beiden, das stimmt, aber trotzdem noch ein gutes Hörspiel, durchaus. Ja, also schlecht fand ich es auch nicht, aber im Verhältnis zu den ersten Auftaktfolgen, ja, ist das natürlich Brandes hat auch extrem hohe Erwartungshaltung. Das ist natürlich schwierig, ja, der gerecht zu werden. Apropos hohe Erwartungshaltung. Ja. Viel mehr Erwartungshaltung als auf die Taskforce Hamm kann man ja eigentlich, also hier im Orcast, nicht mehr haben. Und so kam denn auch die Folge 79 von Dirk Schmidt, Kalibra oder die Geißel Gottes, WDR Radio Tatort. Ja, komm, sollen wir gemeinsam das Lied anstimmen? Ach so. Atemlos durch die Nacht. Das singt das ja auch noch. Ja, wir könnten das eigentlich auch richtig singen, aber das darf man ja nicht richtig singen. Nee. Dann geht's davon. Ja, Sönke Möhring zum Niederknien. Großartig. Es ist wirklich sensationell. Sönke Möhring hat als Latotzke das Problem, dass er ein Auto besitzt, was vormals dem Igor Jabonczek, so heißt er, dem einem Gauner gehörte und dass er nach dessen Inhaftierung irgendwie auf dubiose Wege zugespielt bekam. So witzig, wie er das verheimlichen will. Ja. Total unauffällig. Und dieses Auto ist nicht irgendein Auto, sondern es ist einer der letzten 6 Calibras, die vom Band liefen und die in einer ganz besonderen Lackierung, weil halt keine andere Farben mehr da war, in Giftgrün lackiert wurden. Und Latotzke ist natürlich stolz wie Oscar, aber das Problem ist, Jabonczek kommt jetzt aus dem Knast raus und will unter anderem sein Auto zurück. Aber das ist noch nicht alles, sondern da passiert natürlich noch mehr. Und ja, die Taskforce haben, muss sich da jetzt drum kümmern. Zu tun, ja. Das ist sehr, sehr hörenswert. Alleine die Ralf-Richter-Szene, Gold. Ja, Ralf-Richter spielt auch mit. Spielt allerdings nicht Igor Jabonczek, was ich ja erst vermutet hätte, weil das hätte ja auch irgendwie sehr gut gepasst. Nee, er spielt einen, der ein bisschen Stress... Mit dem Winkelschleifer, ja. Winkelschleifer. Wie das dann so ist. In Hamm. Also ich finde, das Hamm-Bashing finde ich ja geil. Ich muss da echt mal in Hamm anrufen, bei irgendwie im Stadtpressesprecher muss man fragen, was die davon halten. Wirklich, da wird ja über diese Stadt wird ja abgeledert vom Feinsten. Oder es setzt halt so einen Skandaltourismus irgendwie ein. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist der Ort, an dem hier Ralf Richter hier mit dem Winkelschleifer ein. Zack. Ja, so das immer, wer mir immer besser gefällt, ist natürlich der Matthias Lea als Lenz, der
hier er sich in eine Selbsthilfegruppe begibt, was auch höchst unterhaltsam ist, weil er sich da so nicht als Polizist zu erkennen geben will, was man dann später im Laufe des Hörspiels auch versteht, warum. Das ist auch grandios. Das ist auch schön, weil man erst denkt, er ist einfach, er verhält sich einfach komisch, weil er sich ja immer komisch verhält. Ja, genau. Ja, da wird man auch so ein bisschen in das Licht geführt, das ist auch sehr, sehr schön. Also tolle Folge, wirklich super geile Folge. Viele Facetten drin und gnadenlos lustig und trotzdem immer noch in Krimi mit drin oder vielmehr sogar in dem Fall sogar zwei. Das ist super. Und es stört auch überhaupt nicht, dass zum x-ten Mal irgendwie ein Gauner aus dem Knast kommt und sich rächen will. Ich glaube, das haben wir jetzt schon bei gefühlt 5 Dirk-Schmidt-Folgen im Radio-Tatort gehabt, aber es ist immer wieder besonders, immer wieder lustig. Das Figurenkabinett verträgt das irgendwie. Ja, irgendwie das ist man eh nur so auf die 4 da fokussiert, sodass dass der Rest irgendwie nur Beiwerk ist und dass er irgendwie nur noch bunter macht. Ja, cool. Lob. Hört euch das noch an, solange es noch geht. Ist ja im WDR-Tatort, der ist auch ein bisschen länger, also so ein Jahr müsstet ihr auch Zeit haben. Wenn es beim Radio-Tatort das nicht mehr gibt, guckt mal im WDR-Hörspielspeicher, das ist garantiert. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter. Die 3 Ausrufezeichen, Folge 33, Küsse im Schnee von Europa. Ja. Das alte Problem ist zurück und so massiv, dass ich echt Lust hatte auszumachen irgendwann. Mir ging das so auf die Nerven, diese Kleinschnipselei. Oder ich weiß nicht, oder ist es mir nur besonders aufgefallen jetzt dieses Mal? Ich fand das diesmal so extrem wieder. Ach. Kleine Szene, 1-2 Dialogfetzen, Musik. Oder unwichtige Szenen. Das unwichtig. Ist das Schlimme dabei, dass man auch so Szenen hat, die kein Mensch gebraucht hätte und dann aber noch so zwei Sätze da reingequetscht werden. Ich verstehe, was ist denn das für ein Konzept? Also man hat sich ja so ein bisschen angefreundet damit, aber man hat es auch wieder so ein bisschen zurückgeschraubt gehabt, aber hier wieder so massiv, das macht wirklich jedweden Hörfluss kaputt. Und ich meine, die Geschichte selbst ist schon nicht die beste. Ja, aber wobei ich die Idee ganz, ganz nett fand, auch wie man das so eingebindet, diesem Verschwinden und man denkt die ganze Zeit, ja, da ist doch irgendwas und man weiß nur nicht was und dann kriegt man am Ende so einen Twist. Ich meine, klar, als Hörer der Serie weiß man, was in so einer Serie passieren darf und was nicht, also von daher weiß man schon, okay, das wird dann vielleicht doch nicht so ausgegangen sein, wie man es erst denkt. Aber den Twist fand ich schon okay, aber so wie man das Ganze erzählt, ist schon merkwürdig. Ich fand es wirklich an der Grenze zur Grausigkeit. Wirklich, also... Nee, schön ist was anderes, das stimmt schon. Echt nicht. Ja, selbst diese eine Geschichte reißt das nicht mehr das Lenkrad rum. Nee, das hat man wirklich beim Skriptschreiben verbummelt oder bei der Produktion mit diesen kurzen Szenen. Nee, lass das doch einfach. Ich verstehe das aber auch nicht. Das wäre doch einfach zu vermeiden eigentlich. Mhm. Nee, kapier ich nicht. Naja, Deckel drauf, komm. Soll's munter putzen, warten wir auf die 34. Aber erst nehmen wir noch die 3 Fragezeichen, die Originale. Folge 170, Straße des Grauens bei Europa. Die kam auch Ende August raus. Jo. Mittlerweile haben wir sie gehört. Die kann man auch kontrovers diskutieren. Ist auch ja, da gibt es auch also ganz unterschiedliche Stimmen. Ja. Also ich war angenehm überrascht, weil es eine spannende Folge war, die ganz viel drin hatte. Allerdings darf man wirklich nicht so viel nachdenken, weil dieses Konstrukt steht wirklich auf tönernen Füßen und man muss sich eigentlich in jeder zweiten Szene fragen, was machen die denn jetzt da? Haben diese noch alle? Also bei mir ganz ehrlich, am Anfang war es schon kurz davor auszusetzen, als mit dem Knarren daherkam. Ich dachte, okay, also hallo, geht's noch? Ja. Das ist nicht 3 Fragezeichen. Das hat das ist halt drüber. Das ist halt in vielen Ecken würde es halt nicht passen. Ja, und das war dann das Problem, da haben sie mich schon so ein bisschen verloren gehabt. Also die Geschichte selber, wenn man die wirklich losgelöst sieht, dann ist das ganz spannend und so eine Verfolgungsjagd quasi hat ja auch Schmiss, aber ja, das ist für mich viel zu weit weg von dem, was 3 Fragezeichen eigentlich ausmacht. Es ist ja ganz nett, diese Überlegung anzustellen mit dem, wie weit man gehen darf, moralisch, was ja auch immer ab und an mal zumindest hinterfragt wird von den 3. Ja. Das ist schon zu drüber. Da hat man diesen Punkt schon überschritten, dass das Ganze noch stimmig wäre, fand ich. Ja gut, ich muss sagen, wir denken ja immer viel zu sehr von den Originalen her. Man muss ja sehen, die sind jetzt 17 und eigentlich würde das schon in das Alter reinpassen, die Story. Die passt halt nur nicht zu den anderen Folgen. Ich habe gedacht, die sind 21. Ja, auch. Das ist das Schöne an der Folge. Die sind beides. Ja, was mich auch so ein bisschen merkwürdig berührt hat, normal ist ja Justus so der eher der Moralapostel, oder? Ja, er prescht ja wirklich von... Und er ist ja derjenige, der hinter der Folge da kein Links und kein Rechts mehr kennt und so unüberlegt handelt. Also das ist schon ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat, was so in den Serienkontext auch nicht reinpasst. Mhm. Also, war da davon ab.
Ja, ist schwierig. Also wenn man sich da von der Reihe ein bisschen losmachen kann, glaube ich, ist das schon eine Folge, ist die gut unterhalten kann. Aber es, wie du schon sagst, es passt halt nicht so ganz in den Kosmos rein. Ich finde leider auch den Gegner, den sie sich da ausgesucht haben, das ist so gewollt auf Einführung eines neuen Eugene irgendwie. Ja. Das ist mir so ein bisschen seltsam. Weil mir der auch so diese Qualität von dem fehlt. War ein bisschen komisch, ja. Also eine sehr merkwürdige Folge. Die sticht natürlich dadurch auch aus dem Drei-Fragezeichen-Kosmos sehr raus. Das stimmt. Ja. Also es ist keine Regalfolge, das kann man nicht sagen. Weil die dafür ist er einfach zu, ja, polarisiert die zu viel. Also interessante Wege, die Drei-Fragezeichen auf die Straße des Grauens treiben. Ja, ist mal was anderes. Ja, apropos ist mal was anderes. Mal nichts anderes. Oh. Leider. Waren die drei Fragezeichen Kids, Folge 40, Brennendes Eis. Man hat sich ja ziemlich Zeit gelassen mit dieser Folge. Da hat man schon die Hoffnung, das wird jetzt was Besonderes, aber... Nicht gut. In wirklich so vielen Belangen ist... Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also es ist wirklich... ja, es geht um so eine Indoor-Skihalle. Da geht's schon los. Erster Punkt für mich, wenn das in einem Jugendhörspiel vorkommt, dann sollte zumindest einmal das Wort fallen, wie scheiße das ist, sowas, also wie energiemäßig scheiße das ist, sowas überhaupt zu machen. So sieht's aus. Da sträuben sich bei mir wirklich sämtliche Körperhaare, Kopf ist nicht mehr. Tut mir leid, da muss man zumindest einmal sagen, was um alles in der Welt wollen die denn da Skifahren? Was soll das denn? Ja. Dann sollen sie, was weiß ich, nach Europa, obwohl, dann müssen sie ja fliegen. Ist auch wieder energetisch schwierig. Alter, bitte die drei Fragezeichen in Europa, wo gibt's denn sowas? Ja, da kommt man doch mal drauf. Der ist ein sehr schmalzes Boot. Bringt die nicht auf Ideen. Auf einmal machen die sowas noch. Europa-Tour oder sowas hier. Also, komisch. Man stelle sich vor, wie viel Energie es kostet. Es wird ja noch absurder, irgendwo in so eine Halle in Kalifornien Eis reinzupumpen. Hallo, geht's noch? Das machen sie hier schon in den Ölscheichstaaten. Warum machen die das da? Warum machen die das da in Kalifornien? Bescheuert. Aber noch blöder, man kann sich nur an den Kopf fassen. Als das Eis fehlt, was macht man? Man fährt einen Berg hoch und karrt das Eis darunter. Wie bescheuert ist das denn bitte? Wie kommt man denn auf sowas? Ja, man kann sich das mal kurz ausrechnen, wie viel Eis auf so einem LKW liegen bleibt, wenn der, wie lang fahren die? 4 Stunden, glaube ich, wird so irgendwo mal erwähnt. Also wenn die nur die Hälfte davon nicht in den Bergen sind, sondern eben in Kalifornien selbst. Die müssen runter. Was soll da noch auf dem Hänger liegen? Oder runter, das komplett runterkippen. Aber nicht mal, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nein. Keinster. Aber dann nicht nur das, dann haben sie, okay, das ist vielleicht eine skurrile Facette, die hätte funktionieren können, diesen einen komischen Österreicher da reinzubringen. Der ist ja auch was Besonderes, weil der ragt ja schon raus. Auch als Sprecher ragt er raus. Der macht seine Sache auch ganz gut, finde ich, weil er sich selber überzeichnet. Das funktioniert ganz gut. Aber dann hat er diese kläffende Töle neben sich wieder, was das Ganze wieder albern macht, bescheuert macht. Seine Heidi, oh, das ist, da ist so viel mit dem Kopf gegen die Wand hauen Potenzial drin, dass es echt nur noch wehtut. Ich hatte wirklich große Schwierigkeiten, das ohne mir irgendwas abzubeißen anzuhören. Und auch die titelgebende Sequenz mit dem brennenden Eis. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Gut. Tief durchatmen. Nee. Ist schwierig. Nein, das war ein weiterer Tiefpunkt, leider. Ja, mich hat es wirklich in diese Wildwest-Zeiten zurückversetzt. Ja. Die Wildwest-Folge. Das ist ähnliches Niveau. Nee, tut mir leid. Das ist so bescheuert, dass es nicht mehr funktioniert. Das kann ruhig bescheuert sein mal, aber so viel bescheuert, nee. Mit dem Eisbärkostüm. Hm, ganz clever. Es kommt ja auch keiner darauf. Ne? Nein. Nee. Vielleicht sollte man die 40 als guten Zeitpunkt zum Ausstieg nehmen. Ach ja. So, jetzt beruhigen wir uns wieder. Ja, kommen wir zum Ohrenkneifer. Ach ja, der Ohrenkneifer. Der Ohrenkneifer hat sich eine klassische Hardball-Detektivgeschichte, um Himmels Willen, jetzt setzt schon hier das Hirn aus, immer noch vor Aufregung. Meins hat doch gar nicht eingesetzt, siehst du. Joe Gore's South of Market. Es ist nicht ganz so gut wie die letzten Ohrenkneifer-Hörspiele, fand ich. Was aber an der Story liegt. Was aber an der Story liegt, richtig, ja. Weil die zu wenig Besonderes hat. Ja, die greift halt so eine... Ich finde, die bedient halt das Format richtig gut. Also in diesem Hardboiled-Kosmos passt das wirklich gut rein. Aber sie hat irgendwie so keinen richtigen Anfang und auch kein richtiges Ende. Gut, das Ende ist klar, das ist ja auch im Original offen. Wird dann allerdings vom Ohrenkneifer dann noch am Schluss dann noch zu einem alternativen Ende geführt, sodass es zumindest irgendwie aufgeht. Aber
irgendwie ist das halt ja tatsächlich nur so eine Facette aus so einem Hardboiled-Kosmos. Ja, das Schöne ist die Atmosphäre ist der Hörspiele. Stadt, die wird wirklich aufgesogen und das spürt man auch, dass das wirklich authentisch ist, was darüber gebracht wird. Ja, aber es verbleibt halt wirklich so. Also beziehungsweise die Story hängt auch so ein bisschen in der Luft eher. Ich finde, das ist super, also diese Art, wie erzählt wird, auch wie dieser Kumpel von der Hauptfigur da ums Leben kommt und also das ist schon... Das hat schon richtig Potenzial und die Spannung dann auf diesem Parkplatz, das ist super. Also das fand ich echt wirklich eine sehr, sehr spannende Szene und auch die Schlussszene quasi, wo er da im Hotelzimmer ist und da wartet, das ist wirklich super erzählt und insgesamt von der Inszenierung Weltklasse. Die Musik da drin und das passt alles wunderbar. Man hat wirklich so ein total cooles Bild von dieser runtergekommenen Stadt, diesem runtergekommenen Stadtviertel da im Ohr. Ja, aber es hängt für mich ein bisschen an der Story. Also das ist mir zu viel Format und zu wenig Inhalt. Ja, gerade auch im Vergleich zu den letzten Sachen vom Ohrenkneifer, die einfach einen Tacken besser waren noch. Aber es ist immer noch empfehlenswert. Also gerade für Freunde dieses Genres ist das wirklich super. Also es gefällt mir von der Umsetzung deutlich besser, als was ich so an Hardboils aus dem Radio oder so kenne. Das ist ja eigentlich so der einzige Bereich, wo es das ansonsten gibt. Also weil Hardboiled-Krimis als Hörspiel auf dem Markt kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Also wüsste ich jetzt spontan keins. Muss ich auch überlegen. Also ich kenne nur so ein paar aus dem Radio, also Philipp Marlowe, die üblichen Verdächtigen. Und das geht ja eigentlich überhaupt nicht an mich, aber hier war schon zumindest so vom Klang her super. Ja, ich muss mich setzen. Setz dich mal. Die Beine machen nicht mehr mit. Ja, dann erzähle ich doch mal was über eine Reihe, die haben wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt kann man nicht sagen, also wir haben schon ein bisschen immer was erzählt, aber nie so richtig, über Arsène Lupin. Da gab es ja einige Hörspiele des SWR, davon sind wiederum einige beim DAV erschienen und Pietax bringt jetzt die letzten drei oder brachte die letzten drei auf den Markt. Zwar gab es noch die Frau mit den Jahren der grünen Augen, die Insel der 30 Särge und Herlock Scholms, das Duell der Meister. Die Frau mit den Jahren der grünen Augen fand ich ganz okay. Das Problem ist dieser Arsène Lupin Krimis, die haben so ein ganz eigenes verwobenes Flair, was so ein bisschen, ja ich sag mal so, die Spannung so ein bisschen unterdrückt. Also es lebt mehr so von dem besonderen französischen Flair, was diese Reihe umgibt und was man einfach sehr dick in der Inszenierung rüberbringt mit Musik und mit den Geräuschen und der Stimmung innerhalb der Figuren, der Charaktere, die damit arbeiten. Und das muss man halt mögen. Und dann funktioniert auch die Frau mit den jadegrünen Augen gut. Was mir richtig gut gefallen hat, war die Folge Herlock Scholms, das Duell der Meister. Das fand ich eine super Idee, da quasi diesen berühmten Detektiv gegen Arsène Lupin antreten zu lassen. Vor allen beiden am Ende dann noch so eine Art Sieg zu gönnen. Also es geht dann tatsächlich schön, so aus, das fand ich so super, dass man hier nicht so einfach drauf hat und sagt, okay, ich habe ja meinen Arsène Lupin, das ist mein absoluter Protagonist und da fällt der Herlock Scholms, wenn er auch den Namen hier verdreht, hat, voll gegen ab, sondern nein, man schafft es, da wirklich ein super Ende zu fabrizieren. Das hat mir total gut gefallen. Dass wirklich beiden gerecht wird, das finde ich auch, fand ich auch super. Ich weiß ja, das war irgendwie wesentlich gefälliger als die anderen Folgen der Reihe, fand ich. Also das hatte irgendwie ein bisschen mehr Schmiss, vielleicht weil es auch eher so ein klassisches Thema war, so zwei Detektive gegeneinander, so ein klassisches Gut-Böse-Spiel, wobei es hier ja im Endeffekt zwei Gute geben, beziehungsweise der Böse, der Gute und so weiter, also ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ein bisschen merkwürdig wieder war die Insel der 30 Särge. Da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, weil das so eine ganz seltsam konstruierte Story war, mit diesem verschwundenen Kind, was da auf der Insel noch lebt oder nicht lebt und man da so dahinter blickt und mit der Verkleidung als Druide, die Arsène Lupin da wählt, um da auf diese Insel zu kommen. Also ganz viel verschroben drin. Also das war mir ein Tick zu merkwürdig. Also da hat mir die Holmes-Story um Längen besser gefallen. Ja, also mir hat der Holmes also mit Abstand am besten gefallen. Ja. Und den fand ich dann tatsächlich auch mal empfehlenswert. Wir haben ja Arsène Lupin immer so abgewatscht, so ein bisschen in den letzten Ausgaben. Aber also das kann man tatsächlich empfehlen, den fand ich auch. Ja. Also vor allem natürlich, also gerade wirklich wegen des Endes. Ja, es gibt da vom Hörspielkeller auch was Neues. Da hatten wir ja vor einiger Zeit Verborgen unter Eichstätt ein Hörspiel, was da quasi auch als regionales Hörspiel in so einer Art, wie sagt man da so, sag mal. Projekt. In so einem Projekt, genau. Oh Mann, man merkt schon, dass wir hier schon, wir sitzen hier jetzt schon Jahre an dieser Aufnahme. Das langsam wird es hier weich. Ja, und zwar gibt es jetzt ein weiteres Hörspiel, Blackout in Eichstätt heißt das Ganze.
ist ein Hörspiel, das auch wieder in so einem Projekt entstanden ist. Es geht um ein Gewinnspiel, was im Radio stattfindet, wo einer quasi eine Schnitzeljagd nach QR-Codes veranstaltet wird. Und da macht auch eine Jugendgruppe mit. Und das fand ich eine sehr schöne Idee. Allerdings war mir das Hörspiel dann insgesamt zu seltsam und zu chaotisch. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Stringenz, Strigos lässt grüßen, im Skript gewünscht. Also das hätte ein bisschen strukturierter ablaufen dürfen. Also ich hatte zwischendurch, war man das irgendwie, war ich total raus und kam dann erst noch wieder rein, muss dann wieder zurück, um überhaupt den Aufhänger wieder zu kriegen. Verliert das Hörspiel ein bisschen. Also das war mir nach dem wirklich guten und hörenswerten ersten Teil, ist das hier schon ein bisschen schwächer, leider. Ja, dann wieder in die freie Szene. Und zwar gab es beim Hörspielprojekt auch Ende Juli das Hörspiel Die Flucht. Ja, eine junge Frau flüchtet vor was eigentlich? Vor ihrem Leben im Endeffekt und will mehr oder minder irgendwie raus und ein Abenteuer erleben. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, das ist dann leider... Muss ich sagen, es schmonzettet dann ein bisschen. Eine Romanze, ja. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Genre dann einfach nicht zurechtkomme. Irgendwie hat mir da Zug und Ziel gefehlt. Das hat vor sich hin geschmonzettet, ja, dann so ein bisschen. Es hat ja dann so einen Twist am Ende. Aber das war mal trotz, dass es nur 20 Minuten dauert, war mir der Twist dann doch zu wenig. Das war ja eine Pointe, die dann... Ich weiß nicht. Die hat es dann nicht rausgerissen irgendwie. Es war auch nicht so meins. Also so, das liegt mir nicht so. Die Romantik liegt uns halt nicht so. Nein, nein. Dann gehen wir wieder zurück ins Radio. Philipp Stegers hatten wir heute schon mal und er hat nämlich auch ein weiteres Hörspiel für den WDR gemacht, Die Siedlung, und da hat er sich tatsächlich selbst auch reingeschrieben. Es geht nämlich um einen jungen Autor, der sich sehr stark um eine historische Figur bemüht. Er will eigentlich einen Film über diese historische Figur machen und ein Dialogskript schreiben und wendet sich damit an eine Mäzenin, oder wie nennt man das denn? Ja. Und diese Mäzenin sagt, yo, aber warte mal ab. Erstmal will ich, dass du dich quasi beweist. Ich habe hier in der Schublade ein Buch von Philipp Stegers oder eine Geschichte von ihm. Und das ist so eine Trash-Geschichte. Ja. Also es geht um jugendliches Geschwisterpaar, das so im Ghetto lebt. Und da werden wirklich sämtliche Klischees nicht nur bedient, die werden so überzogen, dass da nur noch Klischee übrig bleibt. Irgendwie so wirklich so ein Rahmengestell übrig bleibt. Und es ist so grausig schlecht, dass wirklich der Trash aus allen Zeilen quillt. Aber der junge Autor sagt sich, yo, ich muss da jetzt durch, dann kann ich auch mein Herzensprojekt durchsetzen. Aber was passiert? Er kommt mit dem Ding natürlich nicht zurecht und kriegt das irgendwie nicht gebacken, daraus ein vernünftiges Skript zu erstellen. Er kriegt dann aber von unerwarteter Stelle Hilfe. Es taucht nämlich so eine ganz merkwürdige Figur auf, die einem anscheinend bei allen Problemen hilft, die man so hat. Also wie so ein Allheilmittel für alles in der Hand hat. Unter anderem hilft er nämlich steckengebliebenen Drehbuchautoren, wenn die nicht weiterkommen bei ihren Figurenkonstellationen, bei dem Erzählen einer Geschichte. Und er sagt ihm, yo, du musst dahin gehen, wo die Geschichte spielt. Und just da, im Pott, trifft der junge Autor nämlich auf seine Hauptfiguren. Und dann wird das Ganze immer noch merkwürdiger und noch merkwürdiger. Ja. Aber das Ganze wird nicht überdreht. Es ist teilweise am Kippen, dass man sich denkt, okay, ah, das ist jetzt zu viel. Es ist sehr skurril und erinnert so ein bisschen teilweise an Eugen Egner und ist sehr selbstreferenziell. Teilweise ist es überdreht, aber es kriegt nochmal die Kurve, finde ich, und ist sehr unterhaltsam. Hat mir gut gefallen. Und hopst von Metaebene zu Metaebene. Ja, wer es gerne überdreht mag, immer ran da. Also ich fand es sehr hörenswert, Philipp Stegers Die Siedlung. Unbedingt, würde ich auch sagen. Also Download im WDR Hörspiel Speicher. Ja, dann gibt es was Neues von Dirk Petrick, den wir ja eben noch als Pinocchio gehört haben. Der hat eine Hörspielreihe, ist es ja schon, es gibt zumindest 3 Folgen, für die Stiftung Naturschutz geschrieben. Das Ganze heißt Rezzo. Und da gibt es 3 Folgen von. Die erste heißt Der Piratenschatz, die zweite Ponyglück und die dritte Mademoiselle Fifi. Das ist eine Stiftung Naturschutz, man kann sich denken. Es geht um Umweltschutz, um einen Hund und dieser Hund und Kinder. Festhalten.
wir hatten es ja mit skurrilen Charakteren. Dieser Hund kann sprechen und dieser Hund kann Menschen durch Schwanzwedeln teleportieren. Super. Ja, also wenn man das so ein bisschen ausklammert, aber ich meine, das ist okay, das ist halt irgendwie so fantastisch auch angehaucht, dann ist das, um was es eigentlich geht, nämlich das Rüberbringen einer Botschaft, und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Das sind so kurze 15-Minuten-Hörspiele. Ist eigentlich so gedacht, dass das Kinder zum Beispiel auf der Autofahrt einfach mal so nebenher hören. Für das ist das schön gemacht und unterhaltsam und ist tatsächlich auch noch so ein bisschen lehrreich, auch für den einen oder anderen Erwachsenen, also was manche Sachen anbelangt. Ja. Folge 2 fand ich schön mit diesem Mülldesigner, die gibt es ja auch wirklich, was denn so Mülldesigner alles zaubern können aus weggeschmissenen Sachen. Die Botschaft ist natürlich immer dahinter: A, Müll vermeiden, B, Müll richtig in die richtige Tonne schmeißen und was habe ich jetzt vergessen? Ja, und Sachen wiederverwenden. Ja. Das sind so die Grundbotschaften. In Folge 1, auch interessant, ist ja auch brandaktuell, geht es ein bisschen auch in Piratenschatz, man kann sich's denken, um die Weltmeere und um die Zuschüttung durch Plastik und vor allem durch Mikroplastik, was ja nicht besser wird, sondern eher schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Insofern, schöne Sache, das Ganze gibt's umsonst, ladet euch das runter, hört euch das mal an, hört mal rein. Und für die jüngere Generation, es ist nicht ein groß erhobener Zeigefinger, es ist alles noch so verpackt, dass man nicht das Gefühl hat, man wird hier mit der Moralkeule erschlagen. Danke, die habe ich gesucht. Ja. Siehste? Macht das. Genau. Tummelt euch auf der Seite mal und hört gerne mal rein bei Rezzo. Wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht, was das erste Bild anbelangt. Ein Hund, der einen Schwanz wedelt und einen teleportieren kann. Ja. Den gibt es nämlich gar nicht. Den gibt's gar nicht? Nein. Ich habe gedacht, das sind die... Ja, ich weiß, dass du da... Aber nee, ich muss so viel... Oh. Weltbild musst du jetzt leider kaputt machen. Gibt's nicht. Ist erfunden. Haben die sich ausgedacht. Die lügen. Ja, und so ist das nun mal. Dann haben wir noch was entdeckt beim Jumbo Verlag. Da gab es vor geraumer Zeit 2 Folgen eines Hörspiels nach Klaus-Peter Wolf. Und zwar geht es um die Reihe Der Unsichtbare. Da gibt es die beiden Hörspiele Willkommen im Chaos und Freche Freunde. Klaus-Peter Wolf bin ich ein recht großer Fan von. Die Ostfriesen-Krimis von ihm, die kennt vielleicht der ein oder andere. Die sind, wie soll man denn sagen, wirklich hörenswert, sehr gute Thriller aus dem Norden. Ostfriesland kann man sich denken, ja, so anders. Ist auch wohl recht erfolgreich, also das läuft auch richtig gut. Deswegen war ich auch sehr gespannt drauf, was er für Kinder und Jugendliche zu bieten hat. Unter anderem gibt es eben diese beiden Hörspiele. Und die habe ich dann gehört und muss leider sagen, das war nichts. Nee, also wirklich. Das war sehr, sehr schlecht produziert, muss man sagen. Also Regie fehlt an allen Ecken und Enden. Also gerade was die Hauptfigur anbelangt, die ja auch gleichzeitig den Unsichtbaren spricht, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das ist einfach das gleiche Kind in ein bisschen angeschlagener Stimme, quasi. Es macht zwar ja auch Sinn. Also das ist ja so quasi so ein innerer Monolog, so zwischen Linksengelschen, Rechtsteufelschen, so nach dem Motto läuft das ja ab. Aber ich finde auch die Story ist teilweise sehr krude. Ja, das Kind ist doch nicht blöd, oder? Also mit dieser Strumpfhose im zweiten Teil, was soll sowas? Also, und ich finde es halt auch komisch, das Kind wird ja richtig dumm dargestellt, oder? Also, ja, eben. Blöd kann denn ein Kind sein? Das und die Produktion dazu, nee, das also hat mir auch gar nicht gefallen. Nee, das war leider gar nicht. Also weder haben mich da die Storys überzeugt, also ich sage ja, okay, das hat jetzt einen gewissen pädagogischen Nährwert, der irgendwie, den man da noch erkennen kann. Ja, hat's vielleicht, aber andererseits, wer macht sowas? Welches Kind läuft so durchs Leben? Also das ist schon, also zumindest keine, die man dann mit dem Hörspiel irgendwie kriegen könnte. Und das finde ich dann schon schwierig. Und dann, wenn das dann doch irgendwie so nur so zu 0815 produziert ist, also ich weiß gar nicht, wer das überhaupt inszeniert hat, das wirkt irgendwie ganz komisch. Also leider ist das nichts gewesen. Schon sehr merkwürdig. Also dass sowas bei Jumbo rauskommt, gut, Jumbo verlegt auch für die Großen die Romane von Klaus-Peter Wolf, aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht mit der Lesung besser gelöst hätte. Ich weiß es nicht. Ja. Schade. Ja, gut, so, kommen wir noch zu was anderem und dafür laden wir uns wieder Gäste ein.